Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Hier spricht Andreas Funke aus Grünstadt. Guten Tag. An dieses Osterfest werde ich mich später erinnern, ganz bestimmt. Ostern 2020, Familien stecken in ihren Wohnungen fest, kein Urlaub, keine Reisen, kaum der berühmte Osterspaziergang, kein Besuch bei Oma oder Opa. Ostern verbinden wir in Gedanken mit Bewegung, was wir jetzt sehen ist Stillstand. Ostern verbinden wir mit Freude, was wir jetzt spüren ist Furcht, Furcht vor Seuche und teurer Zeit. Im Johannesevangelium wird erzählt von verschlossenen Türen und von Furcht an Ostern. Der Auferstandene erscheint den Jüngern so: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jesus ist auferstanden. Ihn schrecken unsere verschlossenen Türen nicht. Ihn schrecken auch angstvoll versperrte Herzen nicht. Er ist da. Einfach da. Du bist da, Herr. Und wo unser Herzschlag voller Furcht ist, vor Pandemie und Rezession, spricht er: Shalom. Friede ist da, höher als unsere Vernunft, größer als unser Herz. Friede sei mit euch. Er ist auferstanden und er ist unser Friedefürst. Er ist kein Siegfried-Sieger-Typ, gebadet im Drachenblut zu gehörnter Haut, einer, der seine einzige verwundbare Stelle ängstlich verbirgt. Nein, er zeigt die Wunden in seiner menschlichen Haut, in seinen Händen und in seiner Seite. Jesus, der auferstandene Herr, er lässt sich identifizieren durch seine Wunden vom Kreuz. Jesus lässt sich identifizieren durch seine Wunden, identifizieren durch seine Liebe. Liebe, die den Sieg erleidet und erringt. Da werden wir froh, auch hinter verschlossenen Türen. Friede sei mit euch. Er ist wahrhaftig auferstanden. Herr Jesus Christus, du kommst und dich kümmern unsere versperrten Türen nicht. Wir bitten dich, sprich in unsere Ängste hinein dein Wort Friede. Zeig unserem Herzen, wie du dich verwundbar gemacht hast. Nimm uns hinein in deine Liebe, die dem Tod Paroli bietet. Mitten im Stillstand des Lebens schenke uns Freude, lass uns teilhaben an deiner Auferstehungskraft. Das bitten wir dich als deine Geschwister. Amen. Bleib unter dem Segen Gottes heute und jeden Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.